Talisa? Kana äugt dich besorgt, offensichtlich besorgt an. Geht es dir gut? Du hast dich etwas seltsam benommen. Ja, ich bin eine Wächterin. Ist es das gewesen? Als du es mir erzählt hast, dachte ich eigentlich nicht darüber nach, wie es aussehen würde. Hat es geschmerzt? Kana runzelt die Stirn. Es schien dich völlig unter Kontrolle zu haben. Es passiert mir von Zeit zu Zeit. Was es auch ist, es geht mir auf die Nerven. Mit Geistern sprechen zu können, ist gar nicht so schlecht. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Nehmen wir mal die drei. Nun, es gibt da einen goldenen Einband für ein finsteres Buch. Kana kratzt sich an der Schläfe. So kann man es wohl auch von der Vergangenheit lernen. So kann man wohl auch von der Vergangenheit lernen. Einfach die Geister geradeaus fragen. Lass uns weiterziehen. Die meisten Gesichtszüge dieser Statue wurden zusammen mit Teilen ihrer Hände abgeschlagen. Ja. I'll see what I can find. Look there. Wusste ich doch, dass hier was ist. Silberpfennig. Diese große Silbermünze wird im Reich von Erdir und vielen seiner Kolonialgebiete für große Transaktionen benutzt. Ist auch gut was wert, das Ding. Und ja, solche Sachen entdecken wir halt nur, wenn wir spähen. Ah, Skuldus. Monster des Todesfeuerarchipels. Ein paar Silberlusken. Oh, ein gutes Schwert. Gutes Schwert ist gut. Das macht, glaube ich, ja, 4 Genauigkeit und 15 Schaden. Das relativiert dann die Hälfte des Genauigkeitsmalus vom Schild. Kupferstücke, geringe Wiederherstellung von Ausdauer. Diese Gebetsschriftrollen sind mit einer dunklen dicken Schicht aus Schmutz und Staub überzogen. Allah scheint die Kerzenflamme gescheut und nun bleiben ihre Gebete unbeantwortet. An euer Gnaden, ich flehe Sie an. Der Rest dieses Briefes wurde an mehreren Stellen durchgestrichen, bevor er letztendlich ganz verworfen wurde. Quietly now. Müssen wir mal gucken, ob hier sonst noch was ist. Versteckt, aber bis jetzt haben wir nichts gefunden. Wir haben, glaube ich, wie viel Mechanik? 4, also können wir die I Kiste suppose it ohne can't be Dietrich helped. tragen, Hope that helps. knacken. Ist aber nur eine Armbrust. Und ja, der große westliche Hirsch und das Buch der Verse. Skuldurwelpen aus dem Mittelalter zu greifen, boxt die ziemlich schnell um. Schädlinge haben diese Teller fast geleert, aber auf dem ganzen Tisch wächst der Schimmel immer noch in schwarz-grünen Klumpen. Überall zwischen diesen eingestürzten Steinen gibt es Höhlen und schmale Spalten. Klauenspuren und Kot? Zeugen davon, dass wilde Tiere hier vorbeigekommen sind. Ja, Skuldurs und Spinnen.
Look there. So, Falle entschärft. Rimgrans Mantel. Na, jetzt haben wenigstens alle einen. Okay, Kanna hat eigentlich noch nichts. So, dann machen wir mal ein Verbot. Hau den einen um, weil es sind ja doch ganz schön viele hier. Absolutely. Hier sind wieder ein paar Fettige drin. In der Luft liegt ein Dunst, der sich kontinuierlich zu einem Schleier aus Staub und Nebel festigt. Er sammelt sich in den Umrissen von etwas, das ein Zwerg zu sein scheint. Ein flimmerndes Echo, das abwechselnd da ist und verschwindet. Das Gefühl einer mächtigen Energie in dir ist aber noch stärker als der visuelle Reiz. Sie brodelt und kocht mit einem Graben, der sich in deinen eigenen Gedanken auszuweiten scheint und sie so lange benebelt, bis das Leid dein eigenes ist. Wie eine zerschmetterte Welle stürzt die Energie nach vorne und in dich hinein. Und einen Augenblick später bist du an einem anderen Ort. Vor dir liegt ein hell erleuchteter Steinkorridor, der von Fackeln und leuchtenden Kristallen gesäumt ist. Du rennst und deine Schritte hallen vor den Steinen um dich herum wieder. Du hast vergessen, deine Sandalen zu schnüren, die dir vor den Füßen rutschen und dich langsamer machen. Du bist zu spät, abermals zu spät. Das Ritual wird ohne dich beginnen. Du hörst das Läuten einer Glocke und deine Stimme hebt sich, als du den vertrauten, verzerrten Ton der rechten Hand hörst. Sie steht für den ersten der Dämmerungssterne, die am Nachthimmel erscheinen und als letzte im Licht der Dämmerung verblassen. Du betest inbrünstig, dass dies der erste Glockenschlag war und nicht der letzte. Die Lichter vergehen und mit ihr die Erinnerung, als du wieder klar sehen kannst, ist der Geist verschwunden. Ja, begrabene Geheimnisse. Fürst Redrick hat beschlossen, den verlassenen Eotas-Tempel in Goldthal einer neuen Gottheit zu weihen. Der Tempeleingang wurde geöffnet, wodurch der Tempel zum ersten Mal seit vielen Jahren zugänglich gemacht wurde. Im Tempel traf ich auf einen Mann namens Wirtha, der mich gebeten hat, die Ruinen nach den Überresten von Eotas-Priester zu durchsuchen, die Refrigs Wachen angeblich vor vielen Jahren abgeschlachtet haben. Innerhalb des Tempels habe ich eine Art Geist gesehen oder zumindest eine Erinnerung. In dieser Erinnerung erlebte ich ein eotasianisches Ritual, bei dem auch Glocken geläutet wurden. Das erste und letzte Läuten scheint von der rechten Hand zu stammen, die einen auffällig verzerrten Klang hat. Wird da erwähnt, dass der Tempel voller Geisterkammern, Geheimkammern sei und dass ich die sterblichen Überreste wahrscheinlich im unteren Kellergeschoss des Tempels finden würde. Wirtheim wartet mich aber auch, dass der Tempel von Spinn und Skuldur heimgesucht wird. Aus einer dieser Schüsseln steigt starker Gewürzgeruch auf. Die anderen sind mit kräftigen Färbemitteln und Getreidekörnern gefüllt, die aber garantiert schon schimmeln bis zum geht nicht mehr. So, jetzt muss ich irgendwie diese Wand öffnen und das muss ich von der anderen Seite. Deswegen gehen wir mal wieder zurück. Bevor ich dann da lang gehe. So, eine kleine Spinne töten. Ah, Nuzisa des Initiierten. Dieses Stück Pergament ist in relativ gutem Zustand, aber die Tinte darauf ist verblichen. Du kannst ein paar Stellen mit sorgfältiger Schönschrift erkennen. Besucher zur Ritualebene. Rectrix Ubrita sagt, Erlösung sorgt sogar für diese. Vergessen und die größte Glocke zuerst geschlagen. Statt als zweites. Der Rest ist unleserlich. Okay, Rastvorräte, wenn wir sie brauchen. Wissen wir, da sind noch Rastvorräte. Also wir werden wahrscheinlich in der unteren Ebene mindestens einmal rasten müssen. Ja.
Das mit den Spinnen hier klappt gut. Ein Brief nach Hause. Mutter, ich habe Bruder Edric gebeten, dir diesen Brief zu überbringen, da er am nächsten Morgen nach Neu-Heum reisen wird. Ich gebe ihm alle Münzen mit, die ich habe und hoffe, dass sie die Überraschung einer unerwarteten Heimkehr mildern werden. Ich beabsichtige nämlich, in wenigen Tagen zu folgen. In unserem Dorf hat sich viel verändert und obwohl ich nicht möchte, dass du dich sorgst, muss ich doch sagen, dass es nicht sicher wäre, hier zu bleiben. Ich weiß, dass Redlis und Brita nicht zustimmen wird, aber der Brief endet hier. Ja. Wer auch immer hier saß, ist hastig aufgebrochen. Die über die ganze schriftvolle geschüttete Tinte macht deren Inhalt unlesbar. Dieser Möbelhaufen zeugt von Brandspuren. So, und da ist das Ding. Gut, hier sind die Glocken. Und das Ding kann man unmöglich öffnen. Ich gucke aber noch mal. Ich kann mich erinnern, dass hier irgendwo noch ein Hinweis auf die Glocken lag. Not a sound. Okay, dann versuchen wir es mit dem, was wir wissen. Mit einer an einem steilen Überhang, der diese Mauer entlang läuft, hängen drei Glocken. Das Metall ist von Staub und Schmutz viele Jahre überzogen. Die größere Glocke in der Mitte wird von zwei kleineren Glocken flankiert. Die Glocken untersuchen. Die Glocken scheinen völlig intakt zu sein. Sie wurden aus dickem Eisen gefertigt und sahen äußerst schwer aus. An ihnen scheint es nichts Außergewöhnliches zu geben. It's no trouble. Ja, verschlossen. Gut, dann gehen wir doch mal zurück zum Eingang und fragen ihn, ob er weiß, was es damit auf sich hat. Die Tür zum unteren Kellergeschoss scheint mit einer Art Verzauberung versiegelt zu sein. Neben der Tür befindet sich eine Reihe von Glocken, die eine Rolle bei ihrer Öffnung spielen. Also soweit ich weiß, kann man ihn nochmal fragen nach den Glocken. Ich weiß aber hier, die Wand müsste auch noch ein Secret haben. Oder ist das alles der Raum hier? Ich glaube, das ist alles der Raum hier, ja. Yes. Good day to you. Wirtha, der seinen verletzten Arm hält, nickt dir zur Begrüßung. Du bist zurückgekehrt. Hast du etwas gefunden? Ich habe eine merkwürdige Tür neben ein paar Glocken erreicht. Weißt du, wie sie sich öffnen lässt? Ah, diese Tür. Ich schwöre dir, dass man diese Glocken noch über der Erde hören. Sie gar durch die Erde spüren konnte. Er schüttelt den Kopf. Ich weiß nur, dass man sie in einer bestimmten Reihenfolge läuten muss. Das ist alles. Eines ihrer Rituale. In der Kammer der Rektrix kannst du wahrscheinlich mehr Informationen darüber finden. Vielleicht sogar einen Schlüssel. Sie befindet sich drüber im Skriptorium mit all den Büchern. Wirtha zieht eine Grimasse und Skuldur auch. Absolut. Das Skriptorium ist das hier eigentlich. Und da war ich ja eigentlich schon drin und habe mir alles angeguckt. Not a sound. Beziehungsweise die Kammer der Rettricks müsste dann das hier sein. Aber gehen wir nochmal alles ab. Wenn das hier das Skriptorium ist, ist das hier die Kammer der Rettricks.
Aber gut, ich glaube, in der Kammer haben wir den einen Zettel gefunden, der das mit den Glocken nochmal sagt. Dann probieren wir es einfach mal. Weil wir wissen, die große soll als erstes geschlagen werden.